Hey guys, welcome to a new vlog. Es ist heute Dienstag und ich mache wieder mein Müsli. Es ist ein bisschen überleuchtet und gleich kommt Sarah vorbei. Ich werde hier gleich eine Wig dran machen, die sie von meinem Shop gekauft hat. Dann werde ich nachher, denke ich mal, Tacos wieder machen und ja, ist das noch gut? I don't know. Und ja, ich habe auf jeden Fall bis gerade gearbeitet. Und ja, ansonsten steht echt nicht viel heute an. Ich werde wieder eine Wig nachher machen. Und ja. Anyways, das war Müsli. Das gönne ich mir jetzt. Hey guys, I look a little bit dizzy. She got her wig on. Yeah, so that's Sarah in her 90s babe. Girl, you never saw me slaying like this. I mean, I'm wearing black and my hair's popping like Santa K, this, that. K-Victory in the hand. Ich kann nicht mehr. Einfach glücklich. I had to show you. Oh, yay. Alright. Okay, jetzt nimmst du die Bahn, ne? Ich habe die schnell noch dran gemacht, weil sie morgen wegfliegt. Und sie unter Zeitdruck schon war. Oh my God, I look so dead. Ja, sie war auf jeden Fall unter Zeitdruck, deswegen habe ich das ihr jetzt ganz schnell dran gemacht und jetzt ist sie auch schon wieder weg. Und ich bin hier gerade an meiner Wig, die Kinky Wig. Und ja, gucke dabei oder höre dabei Musik, will aber irgendwas auf Netflix jetzt gucken. I don't know. Leute, ich arbeite gerade an meiner neuen Wig, an der neuen Hair Collection. Und eine davon wird hier diese Yaki-Textur sein. Und sorry for my look, meine Lippen sind gerade so trocken. Aber ich dachte mir, ich zeige euch das mal. Und ich habe jetzt gerade den Mittelscheitel gemacht, habe gerade die Haare geföhnt. Ich habe noch nie Yaki-Hair getragen. Und I really love it already. Also wenn meine Haare so wären, ich wäre glücklich. Also ich habe die bisher jetzt nur geföhnt. Die waren vorhin, hätte ich euch zeigen müssen, richtig dick. Ne? Da habe ich die jetzt gerade glatt geföhnt. Und morgen, weil wir haben schon 11 Uhr oder so, morgen will ich die auf jeden Fall glätten. Vielleicht werde ich auch so ein paar Stufen reinmachen. Ich weiß es noch nicht. Ich muss mal gucken. Hier, guck mal, hier ist ja schon so eine Stufe drin. Aber dass die vielleicht hier nochmal, hier vorne nochmal so gestuft wird, muss ich morgen mal gucken, wie ich das mache. So, I'm very excited. Und ja, dann werde ich mich auf jeden Fall auch an die anderen Haare ranmachen. Das ist halt immer so, dass ich alles von der Hand mache. Also, es ist viel Arbeit. So, ja, die nächste, also die andere Wig, die ich noch machen muss, da bin ich richtig excited drauf. Das werdet ihr auch noch sehen, was für eine Wig das sein wird. But yeah, fürs Erste haben wir the Yaki Hair. Bin richtig gespannt morgen, wie das geglättet aussieht und gestylt. Ich gehe jetzt schlafen. Auf jeden Fall meine Skincare noch machen. Und dann gehe ich schlafen. Morgen ist Freitag, Wochenende. Und Samstag feiern wir auch Nicoles Geburtstag. Sie hat am Sonntag Geburtstag, also wir feiern rein. Und ja, so. I'm not talking too much. I'm gonna sleep now. So, bis morgen. Hi guys. Wir haben heute Samstag und ich mache mich gerade ready für den Geburtstag. Heute hat ja, also morgen hat Nicole Geburtstag und wir fahren ja heute rein. So, ja, yeah, I'm getting ready und ich mache mich auch ein bisschen vorher oder früher fertig, weil ich auf jeden Fall noch eine Torte abholen muss für sie und ja, das auf jeden Fall auch dahin bringen muss, wo wir halt nachher chillen werden, in einem Café. Deswegen mache ich mich schon mal jetzt fertig. Und ich dachte mir, ich zeige euch, wie ich meine Augenbrauen mache. Weil mich einige auch gefragt hatten, wie machst du deine Augenbrauen? Mach mal ein Augenbrauen-Tutorial. Ich dachte mir so, Augenbrauen-Tutorial ist so richtig 2000 und, keine Ahnung, 16 so. Das war früher auf YouTube immer so ein Ding. Und deswegen, und vor allem, jeder macht halt Augenbrauen, wie er will. Aber ich dachte mir, hier in dem Vlog zeige ich euch einfach mal, wie ich meine Augenbrauen mache. Für den einen oder anderen ist es vielleicht interessant.
So, ich benutze von Manhattan Eyebrow Pencil Brownie 99W. Den benutze ich seit Jahren. Und ja, habe jetzt schon angefangen, meine Augenbraue zu malen halt, ne? Ich zupfe meine Augenbrauen zum Beispiel gar nicht. Ich benutze so Augenbrauenrasierer, aber ich habe ja relativ dünne Augenbrauen, deswegen zupfen, es tut mir eh voll weh. Ich bin voll wehleidig. Ich kann, also ne, das tut übertrieben weh. So, ich benutze einfach nur einen Augenbrauenrasierer und säuber meine Augenbrauen and that's it. Ich mache meine Augenbrauen immer so, dass die zum Ende hin immer so ein bisschen höher geht. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Genau, damit halt einfach das Gesicht so ein bisschen geliftet ist, you know. Dann benutze ich hier mein Wimpernbrush und brushe die Farbe so ein bisschen nach vorne, um so einen Effekt zu erzeugen, dass das halt nicht so hart aussieht vorne, dass das nicht so einfach so eine Linie ist, sondern dass es einfach so einen Verlauf hat, ne? Und dann benutze ich immer noch LA Girl Pro Concealer. Ich weiß nicht, wie viele von euch das noch benutzen. Das ist echt ein OG-Produkt. LA Girl Pro Concealer in der Farbe Toffee. Das benutze ich immer für meine Augenbrauen. Das habe ich früher als Concealer und so benutzt. Kann man immer noch. Ich find LA Girl immer noch richtig, richtig gut. Ich benutze hier diesen Pinsel. Ich weiß nicht, ob man das so sehen kann, aber der ist halt so ein bisschen schräg. Und damit line ich jetzt so meine Augenbraue. So, und das gleiche mache ich oben auch. Hier dann so an meine Augenbraue entlang. Und damit kann ich dann halt auch gucken, wie dünn ich meine Augenbraue haben möchte. Deswegen, ich male die immer so ein bisschen dicker. Und dann säubere ich damit eigentlich meine ganze Augenbraue. Dann benutze ich hier diesen Pinsel, der ist von DM und den benutze ich immer zum Säubern. Also ich verblende damit die Farbe. Ready. Danach benutze ich hier so einen Schwamm und dann gehe ich nochmal drüber, damit das halt wirklich komplett verblendet ist. Und dann mache ich immer diesen vorderen Part nochmal ein bisschen weg. Und ja, ein bisschen weg. Und dann benutze ich nochmal meinen Augenbrauenstift, weil irgendwie ist das jetzt gerade so ein bisschen dünn geworden. Deswegen, ich zeichne das halt so ein bisschen nach. Und dann benutze ich hier so einen kleinen Pinsel. Und verblende das vordere, also den vorderen Teil so nach vorne, dass das halt wieder wie so ein Übergang aussieht. Like this. Und dann, ja, und dann war es das eigentlich auch schon. Ja, dann gucke ich, dass das so, ich versuche das dann so anzupassen mit der anderen Augenbraue. Like this and yeah. Then on my eyebrows. Das ist ein bisschen überleuchtet. So sieht's aus. Jetzt mache ich mein Make-up. Ich habe überlegt, gerade mein Make-up einfach hier zu machen. Ganz ehrlich, weil das Licht ist hier echt am besten. Ich hasse es halt immer, weil ich immer hin und her gehen muss. Aber im Badezimmer kann ich mich einfach immer am besten eigentlich fertig machen. Solange ich immer noch kein Licht habe, werde ich nicht sehen. So, ich werde jetzt eben meine Make-up-Sachen holen und dann machen wir zusammen mein Make-up. Okay? Okay. Ich habe gestern die Wig geglättet, die ich euch ja schon gezeigt habe. So geil einfach diese Textur. Ich habe das mit 200 Grad geglättet. Das sah einfach so geil aus. Also, ich liebe diese Haarstruktur, everything. Warte mal. Habe ich vielleicht das Falsche benutzt? Nee, ne? Na, okay. Und ja, ich muss die jetzt nur noch stylen. Und dann ist die auch schon ready für den Versand. So, dann lasse ich das so ein bisschen setten. Und dann verteile ich das gleich mit einem Schwämmchen von
Douglas. Glaubt ihr mir, Leute, diesmal habe ich einfach gar keinen Zeitdruck. Ich mache mich gerade so entspannt gerade fertig. Am Ende seht ihr mich wieder mit Zeitdruck. Nee, ich mache mich gerade so entspannt fertig. Ich habe noch über eine Stunde, fast 2 Stunden Zeit. Und ich habe mir einfach gedacht, weil ich halt noch die Torte abholen muss und alles drum und dran, dachte ich mir so, okay, girl, you need to be ready. Ja, weil das wäre das Schlimmste, wenn irgendwie alle schon da wären und dann schaffe ich es nicht und dann, ne? Deswegen bin ich einfach direkt fertig, mach dann alles richtig entspannt und, you know, also es ist wirklich richtig entspannt heute. Ich war auch, muss echt sagen, ich war auch heute richtig früh wach schon, bin einkaufen gefahren, so wisst ihr, ich habe halt diese ganzen Sachen, die ich mir immer vornehme am Wochenende, habe ich direkt gemacht. Ja, so ja, ich werde jetzt mein Make-up zu Ende machen. Ihr werdet das einfach in einem schnell, wie nennt man das, Zeitraffer sehen. Ich werde gleich meine Haare ein bisschen curlen. Ich habe die jetzt länger nicht mehr gecurlt, so ne, ein bisschen Curls rein und dann Outfit raussuchen. Ich weiß noch nicht, was ich anziehen soll. Müssen wir mal gleich gucken. Und ja. Ich habe mich jetzt schnell geschminkt und ich werde jetzt meine Haare curlen, werde ein Outfit raussuchen und dann gehe ich auch schon direkt die Torte abholen. Die müsste eigentlich jetzt gleich fertig sein. Hey, I'm done, Leute. Heute wieder all in black. Und zwar, don't mind the mess. Und zwar habe ich hier diese... keine Ahnung, Jacke, Hemd, Jacken, Lederjackenhemd, I don't know, wie das heißt, von Zara. Dann drunter trage ich auch ein ärmelfreies Top, auch in Leder, Lederoptik. Und dazu trage ich die schwarze Leggings hier von Naked und diese Schuhe, die Stiefel von H&M. All in black. So ja, ich gehe jetzt die Torte abholen und dann gehen wir zur Bar. Und dann wird getrunken, gechillt. So, die Kamera wird eh zu Hause gelassen. Ich werde bisher mit dem Handy mitvloggen. So, bye.